Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 mit dem Leben der Bella Grusel. Yay! Und hier haben wir einen der Kurios-Kids, nämlich den Egon, der ja gerade geheiratet hat. Der hat jetzt gerade irgendwie so einen Toast oder so, Hawaii-Toast, glaube ich, sind das. Gucken wir uns mal ganz kurz um. Sehe ich irgendwo noch? Oh, hier ist der Kühlschrank im Weg. Nee, ich sehe sonst gerade keinen in der Nähe, dann schauen wir uns doch mal ganz genau an, wo sie denn alle sind, was sie denn alle machen und so. So, die Bella, die ist gerade im Schlafen, Lutz und die Tamara, die sind arbeiten. Wir haben montags 8 Uhr, das heißt auch, dass Belinda jetzt eigentlich zur Arbeit, in die Schule müsste, oder nicht? Genau, da. Also, leg mal dein Mechanikbuch hin und du gehst mal in die Schule. Unser Egon hat heute frei, der hat ja schon sein Platin-Level erreicht, schon in echt in jungen Jahren. Das ist echt cool, oder? Und zu ihm habe ich schon gesagt, dass er mal hier ein bisschen schwimmen soll. Okay. Gut, was machen die anderen? Belinda geht auf jeden Fall zur Schule. Nervus, der ist noch hier und ja, der darf noch eine Weile schlafen. Bella, die ist hier oben. Alles gut. Und ja, da Tamara jetzt auch auf Arbeit ist, kann Egon ja sich ein bisschen um sich kümmern einfach. Und was macht unser Kurt? Der Kurt schläft auch. Okay. Jetzt lass mich mal gucken, muss der heute? Nee, der hat heute auch frei. Das ist ja cool. Nun gut, ja, dieses Zimmer ist ja jetzt quasi frei geworden, da unser lieber Friedbert gestorben ist. Und das werde oder würde ich jetzt gerne auch irgendwie zu einem Kinderzimmer dann umbauen wollen. Tut mir ein bisschen leid um das Zimmerchen, weil ich fand es eigentlich echt ganz süß. Aber das ist immer so bei mir, dass ich dann sage, oh, naja gut, okay, das müssen wir ein bisschen umbauen und okay, danach ist es auch wieder gut. Das hier allerdings, das würde ich gerne natürlich behalten wollen, deswegen mache ich das in den Flur. So, und ich verkaufe schon mal so die einzelnen Teile hier. Ich weiß ja noch nicht, was für ein Kind kommen wird. Von daher schauen wir einfach mal den Sessel. Nee, wobei, den kann ich auch verkaufen. Das würde ich jetzt mal stehen lassen wollen. Und so rein theoretisch könnten wir das eigentlich auch erstmal stehen lassen. Mache ich erstmal so weit leer. Schwanger sind sie ja noch nicht. Also Tamara und Egon quasi sind ja noch nicht schwanger geworden. Das dauert noch ein bisschen. So, eigentlich habe ich gerade nichts zu tun. Ne? Ihr seid alle irgendwie am Schlafen. Dann spule ich doch mal ein bisschen vor, bis die Bella zumindest mal ein bisschen wacher ist. Und was ich jetzt eigentlich auch noch machen wollte, ist einfach weiter Porträts malen. Ne? Vom Nervus, warte, Lutz haben wir, genau. Und so Nervus müssen wir noch malen. Und dann könnte ich eigentlich auch Egon und Kurt und so weiter auch malen, ne? Wer hat denn hier eigentlich gemalt? Oh, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Wer hat hier gemalt? Bild verschwinden. Bild verschwinden lassen. Bild verschwinden lassen. Sie. Hat sie irgendjemand angefangen zu malen? Oh, ich warte einfach mal ab. Manchmal weiß ich selbst nicht mehr, was ich dann gespielt hatte. Aber na gut. Das ist dann einfach jetzt gerade mal so. So, Bella, jetzt kannst du aber mal aufstehen, würde ich mal sagen. Ne? Steh mal auf, zieh dir mal was an. Und ich guck mal, was würdest du denn gerne machen wollen? Oh, Klavier spielen, ein Date und Geige. Ach, weißt du was? So, du ziehst dir jetzt was an. Gehst hier runter. Upsala. Oh, komm schon. Ziehst, ja, guckst du mal. Irgendwas ist bestimmt noch im Kühlschrank. Und dann könnten wir doch mal wieder ein Date machen mit dir. Und zwar, niemanden aus dem Hause, das glaube ich, haben wir jetzt zur Genüge getan, finde ich. Warte mal, leider sind das die einzigen beiden. Oder mache ich, oder, ach verdammt. Oder würde ich wirklich sagen, Nervus und Belinda, andersrum, Nervus und Bella. Weil die haben drei. Und somit muss ich Nervus niemanden anderen irgendwie machen. Och, warum eigentlich nicht? Nervus hat heute auch frei. So, Nervus, dann zieh du dich auch mal an. So, das ist das, was ich meine mit, ich weiß manchmal nicht, was passiert.
So, der geht auf Toilette und dann einmal eine Frage. Guck mal, Antrag, verloben, ach Gott. Eine Frage, warte, wo ist denn Date? Fragen da. Fragen nach Date. Dann machen wir doch mal die beiden zum Date. Bei dir ist ja niemand mehr da, den du. Nö, genau. Ist jetzt aber auch wirklich so, weil die halt echt drei Blitzer jetzt haben, ne? Oh. Irgendwie, die steht auch auf Nervus, hä? So. Na. Belinda. Bella, warum sage ich immer Belinda? Mein Gott. So. Die passen sogar irgendwie mit den Haaren zusammen, oder? Beide so bunte Haare. Nein, nicht davon gehen. Nervus. Was ist jetzt das? Achso, sie geht nach Hause, oder? Warte, nochmal. Halt. Fragen nach Date. Entschuldigung, jetzt musste ich schon wieder niesen. Sie verliert ein wenig Begeisterung für die Wissenschaft. Naja, gut. Was denn, Kurt? Ach so. Kurt, räum das mal ab. Oder weg. Was war das? Ach so, baden. Oh, Nervus. Nervus geht Belinda, Bella hinterher. Was macht er? So, möchtest du mit mir ein Date haben? Daten. Hey. Und? Irgendwie? Fangen spielen, okay. Frag sie doch mal. Jetzt echt? Und jetzt, glaube ich, sagt sie ja, oder? Yay. Oh, Tamara ist auch nach Hause. Und Belinda hat eine Schulfreundin mitgebracht. Auch, jetzt haben wir schon wieder so spät. Okay, so wartet mal. Was möchtet ihr zwei denn? Bella einen Witz erzählen? Na dann, wertschätzen? Nein. Unterhalten ist es doch da. Einen Witz erzählen. Kissenschlacht können wir dann auch machen. Und weil es einfach so schön ist, ich möchte sie gerade mal direkt mal anflirten, streicheln vielleicht. Stimmt eigentlich, die beiden so, wie sie jetzt aussehen, passen sie irgendwie sogar ganz gut zusammen, finde ich. Wer hätte das gedacht? Ihr romantisch küssen. Was macht denn Kurt jetzt hier? Kurt, du. Oh, das geht's doch nicht. Warte mal. Kurt, das kann doch jetzt echt nicht dein Ernst sein. Oh, Spitze der Faulenzer-Karriere. Ja, das würde ich gerne auch erreichen. Kurt, so. Warte, kümmere dich mal um dich selber. Du hast hier. Hier darfst du mal nach draußen und so. Komm, geh aus dem Zimmer. Gott, der legt sich schon selbst so hin. Ach, wie süß, guck mal. Die putzt die Fenster. Das ist eine Aktion, also die ich noch nie selbstständig irgendwie machen konnte. Also ich kann nicht an die Fenster klicken und sagen Fenster putzen, aber manchmal machen die Sims das einfach. So, und dann gehe ich mal auf Nervus und sage jetzt mal, hey. Oh, was im Weg. Techtelmechtel. Komm schon. Ach, wie süß. Ich muss schon husten. Okay, ihr zwei süßen Turteltäubchen. Ich glaube, das ist euch beiden. Ja, ihr mögt das total. Gut, heiraten, da hat sie noch Angst. Das müssen wir ja nicht Nervus schmutzigen Witz erzählen. Ich glaube, die kuscheln jetzt gerade mal kurz lieber. Okay, derweil gucke ich mich doch mal nach den anderen um. Egon. Oh. Du warst wahrscheinlich die ganze Zeit draußen. Lutz ist wieder nach Hause, hat auch eine Arbeitskollegin mitgebracht. Okay, und weil es so schön ist, ich
Du gehst auch mal nach oben zum Entspannen und du gehst mal hier in das Bett zum Entspannen, Tamara. Übrigens, Tamara hat grüne Augen und du hast, warte mal, andersrum, so, weiß ich, graublaue. Ich bin auch mal echt gespannt, wie das Kind aussehen wird. Wahrscheinlich hat es schwarze Haare. Aber ansonsten. Ach, und irgendwo gibt es gerade. Ach Gott, wie süß. Guckt mal. Ach Gott. Kam das jetzt gerade diese. Von euch? Nee, keine Ahnung. Belinda übrigens. Genau, mach einfach mal hier Hausaufgaben. Danach kannst du mal auf Toilette. Und ich wollte auch mal mich um dich eigentlich kümmern irgendwie, aber. Es ist immer so viel hier zu tun. Ah, zieh dich doch mal um. So, er geht auch mal vielleicht erstmal baden. Und ich glaube, du kannst dann direkt ins Bett gehen, Lutz. Während sie so aussieht, ist ja echt süß. So, zu euch beiden nach oben. Und dann, wie gibt es hier auch nochmal ein Techtelmechtel? Und zwar ein Baby machen, Techtelmechtel. Und da mache ich jetzt mal wieder bei mir hier so ein bisschen lauter, damit ich auch eventuell was höre. Und? Wir sind schwanger. Juhu. Das ist doch cool. So, das heißt jetzt auch im Grunde, dass ich jetzt also niemand anderen mehr hier jetzt gerade reinholen darf. Den Nervus würde ich jetzt, also es war ja mal kurz die Ansprache, dass wir den eventuell, ja, dass er wieder ausziehen darf. Aber ich denke, das lasse ich jetzt auch wirklich. So, Bella, ich gucke nochmal nach dir und dein Hobby. Oh, Wissenschaft, okay. Hör, wir waren nochmal echt viel, viel weiter mit der Wissenschaft, okay. Dann würde ich mal so sagen, Bella, du gehst heute mal hier ein bisschen durchsehen, gehst deinem Hobby nach, der Nervus auch. Der ist Sport, richtig? Ja, Sport. Dann gehst du mal ein bisschen Fußball spielen. Spiele mit. Oh, warte mal. Britta, Elisabeth, Bella. Britta. Nimm Britta mit. Wir haben ja schon ein großartiges Date. Das ist doch schon ausreichend. Lutz müsste jetzt im Bett sein mittlerweile. Egon ist noch hier oben. Die zwei. Ja, ich lasse euch mal kurz noch ein bisschen schlafen. Der Kurt. Der ist immer noch im Zelt. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Natur, genau. Und. Ach, guck mal, du könntest eigentlich mal ein bisschen mit der Belinda. Ich weiß gar nicht, warum da die Freundschaft echt aufgehört hat. Wo ist denn Belinda? Belinda? Ah, hier. Belinda könnte dann auch mal erstmal auf die Toilette. Und dann würde ich sagen, dem Kurt. Warte mal. Bitten mitzumachen. Vielleicht kommt sie ja dann auch danach direkt. Aber sie geht erstmal auf Toilette. Telefon! Okay. Nervus. Nervus, du läufst gerade hier irgendwo rum. Was machst du? Entspannen in dem Bett oben. Nein. Nervus, das ist. Das muss nicht. Geh mal noch was essen. Hey Nervus, kann ich Bella sprechen? Ja. Keine Ahnung, wer der Typ zwar war, aber ja. So, ihr zwei könnt dann auch mal aufstehen. Also du kannst dich wieder was anziehen, kannst hier mal benutzen und säubern und gehst auch noch mal runter zum Essen. Einmal Reste nehmen. So. Und die Tamara gucke ich dann auch noch mal. Tamara, du gehst auch dich noch mal umziehen. Und ich würde eigentlich gerne bei dir. Was wolltest du nochmal? Du wolltest ein kriminelles Superhirn werden. Okay, dann gehen wir nämlich nach unten, gehen hier auf die Toilette. Die kannst du säubern und dann gehen wir an den Rechner noch einen Job suchen. Kriminelles Superhirn. Belinda, was war eigentlich dein Sportexpertin? Okay, Belinda, es wird an der Zeit,
Seid ihr irgendwie jetzt Freunde geworden? Ach so, Natürlich, irgendwie, warum irgendwie. auch immer. Ja, sind wir total genervt. Du gehst mal hier jetzt mal einen Job suchen, nämlich einen Job, einen Sport-Nebenjob. Stummschalten? Ach so. Ich glaube, Bella ist wahrscheinlich gerade am Telefonieren, oder? Ah, nee. Warte, abheben. Kann ich kurz sprechen? Ja, ich denke schon, dass du das kannst. So, du gehst dann mal heute mal ein schönes Sprudelbad nehmen. Ach so, und ich wollte. Wer sucht jetzt einen Job? Shit. Ich habe ja beide jetzt gesagt. Journalismus ist es auf jeden Fall für keinen von beiden. Wer sitzt denn? Bella. Ach, Belinda sitzt. Okay. Abenteuer, nein. Ich bleibe noch mal kurz hier. Architektur, nein, auch nicht. Sport, bitte. Verbrecher, oh nee, das ist nicht für mich. Das ist für Tamara. Wo ist eigentlich Tamara? Was macht die? Nein! Faulenzer. Warte, 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 stopp. Nein! Die klaut unseren Zwerg. Habt ihr das gesehen? Da stand doch immer der Zwerg. Britta! Das ist nicht dein Ernst. Wie kann ich das eigentlich irgendwie sagen? So, jetzt, gib mir meinen Zwerg wieder zurück. Volkslied singen, okay? Das habe ich auch noch nicht gesehen. So, jetzt sitzt Tamara. Abenteuer? Nein. Meeresforschung? Nein. Und Belinda, geh mal hier hoch. Ich möchte mal sehen, was du da eigentlich gemalt hattest. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Tanz? Nein. Sportler? Nein. Ey Mann, ihr hättet euch die Jobs ja, tauschen können. Sportler, das wäre was für Belinda. Und naja, egal. Irgendwann kriegen wir noch was. Okay, Tamara, ist leider nicht. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, du gehst jetzt gerade mal erst nochmal was essen. Danke, das war wirklich lustig. Wir können uns ja bald nochmal treffen. Du bist wirklich in Ordnung. Das sagt sie zum Nervus. Das ist doch süß. So, Lutz schläft immer noch. Würde ich mal sagen, du kannst mal aufstehen und dann kannst du mal was kochen. Was war denn das? War das Friedpad? Oder, also, vielleicht ja auch Pascal. Oh, Pascal! Nein! Pascal geistert hier herum. Ich glaube, das ist das erste Mal. Ich habe ihn noch nicht davor gesehen. Okay. Und Lutz, du kannst mal Abendessen servieren. Omas Supersuppe, warum nicht? So, dann gucke ich nochmal Bella. Bella ist hier draußen. Guck mal, ihr könnt euch nochmal knutschen, also nochmal küssen und so. Ich bin ja fast am Überlegen, ob ich nicht doch nochmal. Verdammt. Hier, einmal. Oh, I'm so glad, Dunya. Oh, Miss Tuana. Ach, wie schön. Jetzt sind die beiden noch verlobt. Na gut, allerdings muss ich wirklich sagen, dass Bella ja nicht mehr allzu lange hat, ne? Da weiß ich nicht, ein, zwei Tage? Womöglich. Oh, die beiden spielen Fangen. Na, das ist doch super. Kurt, was machst du hier draußen? Gratulieren. Ah. Du möchtest gratulieren. Das ist sehr schön. Komm aber erstmal rein. Geh mal hier benutzen und baden. Dann kannst du das säubern. Dann muss ich nochmal gucken. So, für die Arbeit ist nicht unbedingt was nötig. Du könntest danach was essen. Das sage ich dir aber dann nach. Dann Mara kann direkt kommen und was essen. Egon sitzt schon da. Der ist doch goldig, oder? Der kriegt nur nichts hingestellt. Aber der will auch nicht wirklich. So, du kannst nämlich mal baden. Nee, warte mal, nicht da.
Geh mal nach hinten baden. Und auch säubern, so. Was ist mit dir, Lutz? Setz dich hin und esse. Ah, guck mal, der Rest steht hier unten. Den mache ich mal nach da oben. So. Okay, nochmal jetzt eine letzte Runde. Also er isst was, die Bella, wer ist denn das? Da. Die Bella und der Nervus, die würde ich jetzt einfach mal sagen, ihr könnt hier draußen zum Beispiel Foodbag spielen. So, dann Egon, der geht jetzt erstmal was duschen und, guck mal, den Gartenzwerg zurückholen, das wird er noch machen. Der Kurt ist gerade duschen, dann wird er noch was essen gehen. Und Tamara isst was und die Belinda, die malt hier oben. Was malst du denn eigentlich? Ah, okay, das ist nicht kein Porträt oder so. Da muss ich vielleicht das nächste Mal mal rangehen. Okay, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.